Mahlzeit, nachts um, keine Ahnung, wie spät ist es. Ich kann mal wieder nicht schlafen und habe einen großen Fehler gemacht und habe mir zum Einschlafen ein Video angemacht, von dem ich hoffte, ich könne darüber einschlafen. Jetzt sitze ich hier und muss ein Video machen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich in den Kommentaren meine Gedanken verfasse, dann liest es A sowieso keiner. Kann ich mir so schenken. Ich habe ein React-Video, also ein React, das hier ist ein React-Video auf ein React-Video von einem React-Video über ein Video. Was ich gesehen habe, war ein Video, das Rezo gestern über Max Pütz gemacht hat. Und da gehen mir halt einfach so ein paar Gedanken zu durch den Kopf, die ich hier gerade einfach mal loswerden möchte. Und ich erinnere nochmal daran, dass ich auch im letzten Video gesagt habe, ich habe keine Meinung zu Rammstein. Ich möchte objektiver Beobachter sein, bis es tatsächlich klare, wirkliche Fakten gibt. Und selbst dann muss ich leider immer noch sagen, dass ich bei nichts dabei war. Die Reaktionen auf mein letztes Video haben deutlich gezeigt, dass sehr viele meiner Zuschauer einfach nicht in der Lage sind, sich vorzustellen, dass man für etwas nicht Partei ergreift. Ich bin mitunter erschüttert darüber gewesen, wie sehr ich wieder angegriffen und angegiftet worden bin, als hätte ich Partei für Rammstein ergriffen. Und das vor allen Dingen, also das kam alles nur aus der Ecke, die gegen Rammstein sind, gerade. Also das ist auch nur eine objektive Beobachtung, ne? Aber von denen, die da halt so ein bisschen kritisch sind, von denen kam nicht, was bist du für ein Arschloch? Und dann kommen solche Sachen, da stehen drei Kommentare unter meinem Video und der Rest kommt privat über WhatsApp rein oder Facebook Messenger, wo dann wirklich auch noch zugegeben wird, dass die Leute gar nicht interessiert, was ich wirklich sage, dass sie meine Videos, in denen ich ausführlicher erkläre, was meine Statusmeldungen unter Umständen bedeuten, dass sie gar nicht angeguckt werden und man das gar nicht wissen will. Aber Hauptsache, man scheißt mich an. Und in meinem letzten Video ging es quasi genau darum, bevor man vorurteilt, einfach mal ein bisschen überlegt und beobachtet und nicht vorschnell urteilt. Das war der Tenor meines Videos. Das hatte eigentlich Rammstein, die Casa Rammstein hatte in meinem letzten Video lediglich den Bestand eines Beispiels, an dem ich mal wieder aktuell zeigen konnte, wie sehr Leute in der Lage sind, andere zu zerfleischen, bloß weil sie nicht ihrer Meinung sind. Und da die Leute auch nur in Schwarz-Weiß denken können, kommt ihnen nicht mal in die Birne, dass es eventuell auch noch eine dritte oder eine vierte Perspektive geben könnte. Und die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich oftmals eine dritte oder vierte Perspektive auf Dinge habe. Was die Casa Rammstein angeht, bleibe ich weiter ein klein wenig interessiert, ob genau dieser Dinge. Und zu beobachten, was da so eigentlich am Rande so alles passiert. Was nicht mit Rammstein und den Anschuldigungen zu tun hat, sondern was zwischen den Menschen passiert, die das konsumieren, was da so angeboten wird im Internet.
Und dann ist das halt eben so, dass ich mitunter auch von dem Maximilian Pötz mir Videos angucke. Nicht nur, aber auch. Und bisher feststellen musste, dass er doch ziemlich ringsum beleuchtet. Also nicht einfach nur alles platt macht, was gegen Rammstein verwendet wird, sondern mit ziemlich guten Argumenten, wenn man ihn denn mal reden lässt, zeigt, dass gewisse Anschuldigungen keinen Bestand haben. Zumindest bisher überhaupt gar nicht. Damit habe ich nicht Rammstein von irgendwas freigesprochen und auch nicht Till Lindemann. Verstehen manche Leute nicht. Solange ich nicht gegen Rammstein bin, bin ich auf der falschen Seite. Und genau das ist das, was ich in meinem letzten Video als extrem gefährlich gesehen habe oder deklariert habe. So, jetzt gucke ich mir das Video von Rezo an, in dem es, oder nennt er den Maximilian den dümmsten Rammstein-Fan auf YouTube oder sowas, keine Ahnung. Guckt es euch bitte selber an, ihr werdet es finden. Rezo unter dem Schlumpfkanal hat es gestern veröffentlicht. Ihr werdet es finden, wenn es euch ausreichend interessiert. Aber macht bitte eure eigene Recherche. Ich habe das Video bisher nicht zu Ende geschaut, weil ich irgendwann gesagt habe, so, Alter. Und das geht jetzt gar nicht mal unbedingt einfach nur gegen Rezo. Das ist hier kein Rezo-Bashing, was ich hier mache. Aber ich will einfach mal darauf eingehen, was Rezo, oder keine Ahnung, Bro, ich spreche dich jetzt hier einfach mal persönlich an. Ich gehe nicht davon aus, dass du dieses Video sehen wirst. Aber ich bin es gewohnt, nicht über Leute, sondern mit Leuten zu reden. Das ist auch was, was mich viel von anderen unterscheidet. Das Erste, was du machst, ist, du pflückst das erste Argument auseinander, indem es quasi um dieses Datum geht. Und zeigst, was du als erstes machen würdest. Und zeigst an deinem eigenen Handy, wie das auf Facebook, auf WhatsApp funktioniert, dass wenn man quasi die Nachrichten eines bestimmten vorangegangenen Tages, wo dann das Datum oben noch steht, ein bisschen weiter hochschiebt, quasi das alte Datum erst verschwindet, wenn das andere darunter verschwunden ist und dann aktuell ist. Und dann erst aktualisiert sich das Datum. Damit hast du völlig recht, mein Freund. Aber wenn du schon so über andere redest, dann stelle ich mir als objektiv Recherchierende die Frage, machst du das immer so? Du pflückst dir aus einem React-Video, das offensichtlich ein Bashing ist, in dem es darum geht, den Maximilian schlecht darzustellen, und das ist dann nicht sehr objektiv, ein Argument raus und untermauerst das. Entschuldigung, als Recherchierender wäre ich erstmal auf die Idee gekommen, mir das Originalvideo anzugucken, um zu gucken, ob da nicht irgendwelche Sachen gegebenenfalls aus dem Kontext gerissen sind. Und das passiert dann letztendlich sichtbar als Übergang zum zweiten Ding, was du dann auseinanderpflücken willst. Das war dann das mit der Unschuldserklärung, Unschuldsvermutung. Wo du dann auch noch siehst, dass dieser Brötchentyp Dinge vollständig aus dem Zusammenhang reißt, indem er das Video schneller anlaufen lässt. Schneller laufen lässt. So schnell eigentlich, dass man Maximilian überhaupt gar nicht zuhören kann, was er da gerade sagt.
Wenn man das Video mal in Gänze sehen würde, würde man schon sehen, dass das durchaus doch Sinn ergibt, was der da so von sich gibt. Und ich habe mehrfach, weil ich mehrere Videos von dem Maximilian gesehen habe, auch gesagt habe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass er in irgendeinem Video sogar gesagt hat, hey, hier habe ich was falsch gesehen. Also anders als du es darstellst, anders als du 182.000 Abonnenten gerade die Wahrheit verkaufst. Und das ist wieder genau das, worauf ich in meinem letzten Video zu sprechen gekommen bin. Dass dieses Runtermachen, Entschuldigung, du kannst gerade nicht leugnen, dass du den Max aufs Schärfste runtermachst, ohne recherchiert zu haben, ohne dir das Originalvideo mal angeguckt zu haben. Du gehst einfach davon aus, dass der Typ all die Argumente von dem Max da irgendwie auseinanderreißt und sagst, das brauche ich mir noch nicht mal anzuhören. Skippen wir weiter zum nächsten. Sorry, aber das ist auch kein wirklicher Journalismus, was du da machst. Und wenn ich mir die Kommentare unter diesem Video angucke, dann weiß ich, warum du deine Zuschauer hast. Die denken nämlich genauso. Die sind auch einfach, die machen quasi bei dir genau das, was du dessen Zuschauern zuhörst, dass sie dem einfach glauben. Machen deine Zuschauer genauso. Ach, was hatte ich mich gefreut, als Alicia letztens ein Video darüber gemacht hat, wo sie gesagt hat, bitte glaubt nicht einfach alles. Und ich hatte mir so gewünscht, dass von euch großen YouTubern dieser Punkt mal aufgegriffen wird und diskutiert wird und in den Fokus gerückt wird und darauf hingewiesen wird, Leute, bevor ihr irgendein Urteil über irgendjemanden abgebt, macht euch bitte erstmal schlau, weil ihr könntet im ersten Moment eventuell was falsch verstanden haben. Na? Ich hatte unter meinem letzten Video dann auch Sachen schon, wo ich sitze ja auch nackt hier, als ich gesagt habe, dass die Keiler scheiß. Und sorry nochmal für all die, die das missverstanden haben. Das habe ich von Keilers Instagram-Profil. Da steht oben drin, aber cool ist, mein Name reimt sich auf geiler Scheiß. Also muss sie Keiler Scheiß sich wohl selber nennen, auch wenn alle anderen Keiler Schücks oder Keiler Scheiks oder sonst irgendwas sagen. Aber wenn sie sagt, mein Name reimt sich auf geiler Scheiß, dann gehe ich davon aus, dass ihr Name Keiler Scheiß ist. Wenn das so geschrieben ist. Ich habe damit die Keiler nicht runtermachen wollen, weil auch das liegt mir fern, weil ich über die Keiler auch nichts weiß. Ich war nicht dabei. Genauso wenig wie du und du und du und du. All die, die sich gerade das Maul zerreißen über irgendwelche Leute und irgendwelche Situationen, die sie nicht persönlich kennen und wo sie nicht dabei waren. Und nach wie vor halte ich das für extrem gefährlich. Ich sitze hier nackt, weil ich auf Mallorca bin und das hier warm ist und ich so schon am Schwitzen bin, da ziehe ich mir doch nicht auch noch ein T-Shirt an, bloß damit ich hier auf YouTube schick aussehe. Aber andere Leute, und das war das halt, wo ich darauf hingewiesen habe, Leute, wenn euch das, vielleicht sollte man sich mal so ein bisschen Gedanken machen, wie man rüberkommt. Ich mache mir sehr groß, ich komme hier genauso rüber, wie ich hier sitze. Ihr erlebt mich in meinen Videos definitiv ungeschminkt. Und wenn ich mit nacktem Oberkörper hier sitze, dann ist das, weil ich hier mit nacktem Oberkörper gerade sitze, weil es warm ist. Und es ist noch nicht mal August. Klar soweit? Ich denke nicht, dass ich das Video vom Rezo weitergucken werde, weil ich nicht wirklich Anlass zur Hoffnung habe, dass sich bis zum Ende der paar 50 Minuten an dem, wovon ich gerade spreche, irgendetwas ändert.
Ich glaube nicht, vor allem, wenn es ein Livestream ist, dass er sich zwischendurch doch mal das komplette Video von dem Max anguckt. Aber so tut, als wäre er definitiv ein besserer Rechercheur. Und das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Warum können wir nicht einfach mal wieder freundlich miteinander umgehen? Und sagen, okay, du hast eine andere Meinung. Und das ist auch noch so ein Ding, ne, wo das, also, Entschuldigung, wieso, ich wende mich nochmal an dich gerade, du, das ist es halt, das ist aus dem Kontext gerissen. Mit der Unschuldsvermutung und wie du darauf eingehst. Das, de facto ist es nun mal eben so, dass hier immer noch gilt und in jedem demokratischen Staat es gelten muss, in dubio pro reo. Nenn das Unschuldsvermutung, aber im Zweifel für den Angeklagten, bis seine Schuld bewiesen ist. Und es ist dumm, dass das oftmals auch noch richtig missbraucht wird, weil dann richtig Schuldige mit den richtigen Anwälten letztendlich es schaffen, ihre Unschuld zu beweisen, obwohl sie trotzdem schuldig sind. Ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, aber dieses Ding gilt. Aber du hängst dich daran auf, dass er dann sagt, ja, es gilt jetzt aber nicht für die Männer. Na, sorry. Sag mir mal, welche Frau in den letzten paar Jahren in dieser Form von Rampenlicht gestanden hat. Männer kann ich dir direkt ein paar aufzählen. Ne, bevor das Till Lindemann war das Till Schweiger. Dann davor war es hier der Wendler. Dann war es, und ich sage überhaupt, ich sag nichts darüber, was die Leute gesagt oder gemacht oder sonst, ob die schuldig waren. Sondern ich sage lediglich, sie standen in diesem Rampenlicht. Da waren Julian Reichelt, wo letztendlich rauskam, dass an den Anschuldigen einfach nichts dran war. Wo natürlich auch wieder der kluge Anwalt seine Finger im Spiel gehabt haben kann, der ihn da rausgeritten hat. Aber Fakt ist, er hat seinen Job bei der Bild verloren. Das, was da passiert, das vernichtet Existenzen. Und es mitunter, je nachdem, wie das aufgegriffen wird, vernichtet es dann auch noch Existenzen von Leuten, die da einfach nur was zu sagen. Und genau da kommen wir an den Punkt, wo dieses in dubio pro reo extrem wichtig und demokratisch ist und sehr nazihaft ist, wenn das nicht beachtet wird. Wenn Leute, bloß weil sie eine andere Meinung haben, so extrem angegiftet, fertig gemacht haben und zerstört werden. Ich weiß, du hast die CDU gar nicht zerstört und zerstören wollen. Ich habe dein Video geguckt. Ich weiß, dass du gesagt hast, dass die CDU zerstört sich selber und ich zeige euch wie. Trotzdem bist du gerade der absolute CDU-Zerstörer. Verstehst du? Die Leute verstehen nicht, was du sagst. Sie verstehen, was sie sagen, was sie verstehen wollen. Und jetzt wende ich mich wieder an genau die, um die es hier gerade geht. Leute, bitte macht euch absolut sicher, dass ihr nicht irgendwas falsch verstanden habt, bevor ihr Leute angeht und massiv und wirklich unter der Gürtellinie angreift. Das hilft uns allen nicht weiter. Das ist nicht in unserem Interesse. Dieses Verhalten sorgt dafür, dass wir alle untergehen. Und darauf sollte man vielleicht mal langsam ein bisschen achten und darauf rumreiten und vielleicht auch mal ein paar Videos mehr dazu machen. Dass wir mal wieder freundlicher miteinander umgehen. Und mit freundlich meine ich allen Ernstes freundlich. Nicht gehorsam. Nicht gesellschaftsfähig, sondern wie einem Freund gegenüber. Ich glaube, da können wir alle verdammt viel gut Training drin gebrauchen. Und je früher wir damit anfangen, das zu praktizieren, desto besser wird das für uns alle sein. Weil es Tote kosten wird, wenn wir es nicht tun. Ja, sind wir schon wieder bei 20 Minuten, wa? Es ist so schade, dass über solche Sachen nur 20 Minuten geredet wird. Und alles, was darüber geht, schon wieder den Aufmerksamkeitspegel
gewisser Leute einfach völlig übersteigt. Ich weiß jetzt, dass es wieder genügend Leute geben wird, die sagen, Bauchi, kannst du sowas nicht in 5 Minuten sagen? Nein, kann ich nicht. Wenn du es kannst, mach du es. Ich bin froh, dass ich mich gerade so ausdrücken kann, wie ich das kann und tue. Zumal ich hier frei rede und ungeschnitten und authentisch. In diesem Sinne, habt euch lieb, seid nett zueinander, seid freundlich. So, kurzer Nachtrag, weil ich das Video jetzt nochmal neu rendern und hochladen darf, weil ich leider gestern Nacht zu verpeilt war, den richtigen Clip da reinzusetzen. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass Rezo in der Vergangenheit tatsächlich schon andere Videos über den Max gemacht hat und in dem Video, auf das ich mich bezogen habe, aber halt eben so tut, als würde er ihn irgendwie gar nicht kennen. Und genau das macht so richtig unglaubwürdig. Genau das ist der Punkt, der für mich dann jetzt das ganze Video, auf das ich mich bezogen habe, das ich unten verlinken werde, tatsächlich doch zu einem kompletten Maximilian Pütz-Bashing macht, in dem es einfach nichts um nichts anderes geht, als ihn zu degradieren. Und das finde ich nicht okay. Und zwar finde ich das den eigenen Zuschauern gegenüber nicht okay. Das ist gelogen dann einfach. Das ist dann einfach nicht ehrlich. Schade, wenn so ein Schlumpf das nötig hat. Schade, schade, schade. Gehabt euch. Und wenn dir meine Videos gefallen und du mich weiter unterstützen möchtest, dann freue ich mich immer wieder über Daumen nach oben, Kommentare und wenn meine Videos geteilt werden. Und wenn du mir einen Obolus da lassen möchtest, lass dir unten unter der Videobeschreibung meine Bankverbindung da. Tschüss.